Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen weiter mit The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind hier schon im dritten Dungeon angelangt und... Oh, jetzt ist hier ein Minispiel im Dungeon mit Zeit. Und das ist hier Lord Yabu Yabu. Wir haben uns auch schon den Bumerang besorgt im letzten Part. Das ist ein neues Dungeon-Item. Und damit können wir jetzt hier einigermaßen gut alle Gefahren ausschalten und Rätsel lösen. Ah, 20 Sekunden, das ist sehr einfach hier wirklich. Gut, mal schauen, was uns das gebracht hat. Eventuell den Kompass, der fehlt uns ja noch. Aber wir werden es sehen. Die gute Ruto ist ja auch schon bei uns. Die müssen wir immer begleiten hier in dem Dungeon. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Naja. Die gefällt mir natürlich nicht so. Ja, es ist der Kompass. Gut, der Kompass ist natürlich eigentlich auch optional, genauso wie die Karte. Die müsste man eigentlich nicht machen, aber irgendwo gehört es halt auch mit dazu. Wir haben hier so ein Tentakel, so ein Geschwür, nenne ich das jetzt einfach mal, besiegt beim letzten Part. Das hat uns dann hier so den Weg ein bisschen freigeräumt. Ich weiß jetzt gar nicht, ist hier auch noch eins? Da ist noch eins, wir sehen es da vorne, so ein eklig graues. Hat hier wohl irgendwelche Tumore in sich sitzen, der Herr. Und daher müssen wir die erstmal besiegen wahrscheinlich, um uns dann wieder den Weg frei zu kämpfen. Hier ist das nächste. Und die kann man leider auch nur besiegen mit dem guten alten Boomerang. Oh, wow, wow, der schlägt schon wieder um sich, das Ding. Ist eigentlich nicht allzu schwer, wenn man da mal den richtigen Rhythmus drin hat. Dann kann einem das gar nichts. So, das war's auch schon. 4 Hits. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Wir kriegen nochmal eine Kiste oder so? Nee? Nichts. Aber gut, dafür ist wahrscheinlich jetzt der Weg auch wieder frei. Die Kameraperspektive ist gerade ein bisschen blöd. Jetzt. Sehr schön. Jetzt dürfte ja der mittlere Weg freigesetzt sein. Wir schauen auf jeden Fall mal vorbei. Na, an allen Gefahren hier vorbei. Die kann man auch einfach umgehen. Also man muss jetzt hier nicht wirklich bei jedem Gegner irgendwie die gute Ruto wegwerfen, um dann da den Angriff zu starten. So, hier ist schon der... Hier ist schon das nächste Gefahrenpotenzial. Die ganzen Quallen können wir jetzt auch angreifen. Und tatsächlich ist es so, dass es Elektroquallen sind. Au, wo ist das Ding? Nein, jetzt hat es mich voll erwischt. Dass das so Elektroquallen sind und wenn wir die mit... Ach komm, ich kann das Ding ja gar nicht anvisieren. Jetzt hat er es anvisiert, sehr schön. Und wenn wir die mit dem Schwert schlagen würden, dann würden wir einfach ganz klar zurück... ganz klar geschockt werden. So, weil das Schwert natürlich den Strom leitet. Ach, das war nix. So, den haben wir aber getroffen. Noch ein Hit. Ah, die Dinger sind echt nervig. Ich bin doch ausgewichen. Sehr gut. Jetzt kommt was? Genau? Gar nichts. Interessant. Müssen wir dann nochmal in die untere Ebene? Ich bin mir jetzt komplett unsicher. Ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. Ich guck mal in die Karte rein einfach, ne? Noch immer kein Schild, das fehlt uns eigentlich auch noch. Ah, da werde ich jetzt irgendwie auch nicht drauf schlau. Gebe ich gerne zu. Die Karte bringt mir gerade gar nichts. Ich werde versuchen, hier einfach mal geradeaus durchzulaufen und zu gucken, wo man denn noch runterspringen könnte hier. Hier vorne waren wir noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rein in das Loch. Und das scheint mir falsch gewesen zu sein. Kann das sein? Müssen wir da hoch? Oder müssen wir hier lang? Ach. Diese Quallen hier. Jetzt habe ich die natürlich da hochgeworfen, was vielleicht ein Fehler war. Wo kommen wir denn hier hin eigentlich? Da kommen wir wieder hoch, okay. Wir gehen aber mal nach hier oben, denn ich will jetzt nicht aus der Tür rausgehen. Ich weiß nämlich nicht genau, wo die dann auftaucht, die gute Ruto. Und dann müssen wir uns jetzt einfach das Loch, was ziemlich direkt hinter uns ist, schnappen, denn wir wollen ja irgendwie da hochkommen, wo sie jetzt sitzt. Hm, alles so ein bisschen schwieriger hier. Ich habe ja schon gesagt, bei Dodongos Höhle damals, dass das mir sehr gefallen hat da, dass der so... Aua. Dass der so ziemlich... Na, ist es dann hier?
Dass das so ziemlich linear war. Ja, tatsächlich ist es hier. Hä, hier gibt es gleich zwei Skulltulas? So, die können wir gerade mal einsammeln. Die sind nämlich gerade geschenkt. Hier gibt es tatsächlich einfach zwei Skulltulas. Wundert mich jetzt ein bisschen. Ach, jetzt kommt hier schon wieder so eine doofe Qualle. Langsam muss ich aufs Leben achten. Erstmal die Qualle zerstören. So, und jetzt sehen wir noch eine coole Eigenart vom Bumerang. Und das ist nämlich, dass wir mit dem teilweise Gegenstände ranholen können. Zack. So kriegen wir hier nämlich diese ganzen Skulltula-Dinger. Denn wir können ja nicht auf automatisch springen oder sowas bei Zelda spielen. Das ist ja gang und gäbe. Da können wir höchstens so ein Rückwärtssalto machen. Und ich sehe gerade, die gute Ruto ist weg. Kann auch wohl auch wieder nur eine Verarsche sein, oder? Sie ist einfach abgehauen. Ja, super. Ja, super. Warum ist die Ruto weg? Warum? Die haben wir doch hier hochgeworfen. Ja, das haben sie wahrscheinlich zur Vorsicht eingebaut. Dass man hier nicht die gute Dame verliert. Jetzt weiß ich leider nicht, wo sie auftaucht. Aber der Raum, wo ich drinne war, das ist korrekt. Das ist richtig. Da hat man auch schon den heiligen Stein gesehen. Aber das Ganze wird erst ausgelöst, wenn ich da mit der Ruto auftauche. Das werden wir gleich irgendwann sehen, wenn ich da nochmal hingelange. So, wo ist sie denn? Vielleicht ist sie ja hier schon irgendwo. Da sitzt sie. Wie ist sie denn jetzt hier hochgekommen eigentlich? Das ist ja eigentlich wieder mal total, total unlogisch. Wie unaufmerksam von dir. Ja, ich weiß. Vielen Dank für die Anmaulerei, aber du hättest auch einfach unten warten können auf mich. So, das ist das Loch. Das heißt, hier müssen wir rein, ne? Bin mir eigentlich recht sicher, dass das stimmt. Jawohl. Oh, und jetzt kommt hier so ein Mini-Boss-Kampf und ich habe kein Leben mehr. Das gefällt mir gar nicht. So, hier waren wir zwar eben in dem Raum auch, aber wir können natürlich ohne sie nichts machen. Da ist er ja. Danach habe ich gesucht. Wirf mich auf die Plattform. Okay. Oh Mann, oh Mann. Und ich weiß, diesen Mini-Boss-Kampf, den kann ich nicht, der jetzt kommt. Ich mochte den noch nie. Prinzessin Ruto hat den heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Ruto? Den will ich doch eigentlich haben. Gott sei Dank! Endlich! Der Stein von meiner Mama! Als ich Lord Yabu Yabu gefüttert hatte, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. Aber jetzt habe ich ihn wieder und kann heimgehen. Kannst du das? Bring mich schnell heim! Na gut, ich gehe. Ach ja. Und sie fährt weg mit dem Fahrstuhl des Grauens. Ih, was ist denn das? Ein Oktopus? Die Tür geht hinter uns zu. Und... Dö-dö-dö-dö-düm. Ein Oktopus. So, ich weiß zwar, wie man den eigentlich machen soll, aber ich krieg's nicht hin. Ich krieg den nicht, ich weiß nicht, wie man den gut machen soll. Vielleicht hier ist er mit Deko müssen. Alter, das geht! Was? Jetzt dreht er sich um? Das ist ja sowas von ungerecht. Ich weiß, okay. Das ist jetzt einfach nur noch unfair. Jetzt aber einmal. Danke. Okay, mit Dekonüssen ist der einfacher. Der dreht sich jetzt hier nach oben, oder? Nee. Scheiße, er muss mich rammen. Komm ich da dran vorbei? Ich werde wohl oder übel die Fee nehmen müssen. Also es bleibt mir nichts anderes übrig. Ach komm. Ja, scheiße. Voll in die Dornen gerannt. Ich konnte den noch nie wirklich. Wenn ihr irgendeinen Tipp habt, wie man den eigentlich machen soll, vielleicht mache ich es beim nächsten Mal dann anders. Falls ich das Spiel überhaupt nochmal irgendwann durchspielen werde, was natürlich irgendwann geschehen wird. Ich habe bald keine Dekonüsse mehr hier. Aber wie man den richtig machen soll, ich weiß es einfach nicht. Der dreht sich dann einfach irgendwie immer um manchmal. Falsche Taste. Den hier wollte ich eigentlich machen. Mann, das ist doch unfair. Was soll ich denn da machen? Er merkt einfach so, ach, der ist hinter mir, dann drehe ich mich halt um.
So, noch einmal, oder? Nee, okay. Aber ich hab den noch nie gut hingekriegt. Immerhin ist er jetzt besiegt. Jetzt bin ich zwar meine Fee losgeworden, was nicht so schön ist, aber meistens ist das Spiel so nett, dass es einem nochmal eine Fee vor dem Endbosskampf gibt. Und der kommt ja dann auch irgendwann mal. Vielleicht auch hier schon. Also die Fee, ja. Meistens ist es halt echt so, dass man da nochmal so eine gewisse Nettigkeit hier vom Spiel geschenkt kriegt. Von wegen, hier, komm. Nimm die Fee mit. Könnte sein, dass es schwierig wird. Achte auf dein Leben. Ist ja auch an sich, ist es ja auch für Kinder spielbar schon, das Spiel. Ne? Also von daher sollten die das ja auch hinkriegen. Da darf der Schwierigkeitsgrad natürlich nicht zu krass sein. Man kann sich das ja hier auch so ein bisschen mit Challenges so ein bisschen schwieriger machen, ne? Das gibt ja hier so 3-Herzen-Runs und sowas, dass man absichtlich keine Herzcontainer einsammelt. Aber das ist mir dann doch so ein bisschen zu krass. Besonders, weil man dann später von Sachen gewone-shottet wird, die einem 3 Herzen abziehen. Da denke ich mir doch dann so, na, ist mir ein bisschen zu anstrengend. Oh, musste der mich jetzt da runterschießen? Ah, das werde ich nicht hinkriegen, so. Kann ich den irgendwie besiegen? Ich brauche die Zwille. Der muss weg. Aber... okay, so nicht. Der muss weg. Sonst ohne das Schild ist es natürlich hier alles schwieriger. Die kann man eigentlich alle locker abwehren, die Typen, indem man einfach das Schild richtig benutzt. Ich habe allerdings kein Schild. Was ihr wahrscheinlich ja schon wisst, wer aufgepasst hat. Und daher ist es mir das nicht möglich, das mit dem Schild abzuwehren. So, wo sind wir denn jetzt? Das sieht vertraut aus. Nee, nicht wirklich. Wir gehen mal hier drauf. Oh, auch ein Fahrstuhl. Ah, ich weiß, was zu tun ist. Hier waren wir schon. Ah, okay, ja, ich erinnere mich. Das ist hier der Anfangsbereich, der Eingangsbereich hier. So. Hier brauchen wir eine Kiste nämlich. Und die stellen wir hier auf den Schalter. Zack, und schon bleibt die Tür offen. Alles gut. Ach ja, das Spiel kann ich noch richtig, richtig gut. Merkt man. Also ich merke das ja auch selber gerade. Dass ich doch noch wirklich ziemlich genau weiß, was zu tun ist bei den meisten Fällen. Da ist schon wieder eine goldene Skulltula, oder was? Ja. Zack. Und ich bräuchte echt mal so ein paar von den Dingern, ne? Von den, wie heißt das hier? Von den Feenschleuderkernen da. Von den Dekukernen. Die bräuchte ich jetzt ganz, ganz dringend. Denn meine Feenschleuder hat nur noch einen Schuss und das gefällt mir nicht. So, da hinten ist nämlich noch so ein Schalter. Den können wir ja auch mit dem Bumerang wieder erwischen. Wenn wir nicht vorher totgeschockt werden. So, der fliegt natürlich halt so eine Kurvenform. Weiß man ja vom Bumerang, ne? Das kennt man doch. Und, ach komm, jetzt spring doch da runter. Und daher kann man das Ding halt treffen, auch wenn da eine Wand zwischen war. Also das ist ja auch so eine typische Sache, ein typisches Rätsel. Oh, und sind wir gerade in die Boss-Tür reingegangen? Ich glaube schon, ne? Wir sind jetzt schon beim Endboss hier angelangt. Ging ja doch schneller als erwartet. Für so einen Dungeon brauche ich so circa 2 Parts, würde ich sagen. Aber das ändert sich natürlich alles. Das sind hier die ersten 3 Dungeons. Und ich kann schon so viel verraten für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Die nächsten 5 Dungeons, die kommen, werden alle sehr, sehr viel schwieriger werden als die hier und sehr viel länger dauern. Denn bald kommt ein Ereignis, was das ganze Spiel nochmal komplett umkrempelt. Elektronenresistente Biotentakel-Barinade, oder wie das Ding hieß. Ich kann es jetzt nicht komplett durchlesen, irgendwie. Das war auch schon anspruchsvoll genug, der Text, ne? So, wir müssen natürlich hier mal wieder den guten alten Bumerang auspacken und... war es da schon? Aua. Ach, ich merke schon. Komm, schlag da drauf, das volle Ding.
oh, 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 oh. Das sieht übel aus. Das sieht übel aus. Das sieht übel aus. Das sieht übel aus. Weg, 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 weg. Okay. Kommen wir da mit dem Bumerang durch jetzt? Ich glaube nicht, ne? Der wehrt das immer alles ab. Der spuckt auch so ein paar grüne Klumpen hier. Man sieht das. Oh, wir haben ihn getroffen. Hä? Ach, wir können ihn gerade gar nicht treffen. Er ist in dem, im Boden drin. Aber wir können seine Schilde hier wegnehmen, indem wir die... Oh, wie nice. So, wir müssen mehr Quallen zerstören. Boah, jetzt werden die auch noch abgeschossen von ihm. Oh Mann, ich habe zum Glück ja immer noch eine Fee. Also vom wegen 3-Herzen-Run, ne? Da sieht man mal wieder, das ist gar nicht so easy, das Spiel. Beim 3-Herzen-Run darf man natürlich auch keine Fee nutzen. Dürfte aber auch klar sein, das soll ja super schwer sein. Aber jetzt gibt's auf den Sack für dich, du hast keine Schilde mehr hier. So, und noch einmal. Und was jetzt? Okay, wir müssen nur ausweichen gerade. Für den Moment. Das super schöne Geräusch hier mit denen. Du hast kaum noch Leben. Ich liebe es, ja. Unglaublich nervig. So, bevor ihr hier irgendwie auf einmal neue Energie kriegt oder so. Hauen wir nochmal ordentlich drauf. Ich denke, das war's jetzt für ihn, oder? Nee, immer noch nicht. Oh. Typische Nintendo-Regel zählt hier anscheinend nicht mit dem dreimal Treffen und dann war es das. Bei Dodongo waren es aber dreimal, ne? Bei Goma nur zwei. Wundert mich ein bisschen. Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung. Na, solange man hier in Bewegung bleibt, ist alles gut. Und jetzt gibt es nochmal ein paar Stiche in das Ding und da wachsen auch wieder eklige Tumore oder was weiß ich raus. Bah. Unser Platz, das Ding im grünen Schleim. Eklig, eklig, eklig. So, da ist ein Herzcontainer. Den sammeln wir natürlich ein. Und das nächste Herz für uns. Jetzt haben wir 6. Sehr, sehr schön, oder? Ich finde schon. So, wo ist das Ding? Da hinten. Und das ist auch die gute Ruto. Die wartet hier schon auf uns. Also sie wirkt wieder sauer. Sie wirkt wie immer sauer. Du! Du bist spät dran! Warum hat es so lange gedauert? Du bist eine ziemlich lahme Ente. Na gut, ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist alles. Aber nur ein bisschen. Und jetzt verlassen wir mit ihr den guten Lord Yabu Yabu, den dritten Dungeon. Das war's damit. Und jetzt müssen wir noch so ein paar Sachen erledigen und dann können wir auch schon zur Zitadelle der Zeit. Das war ja unsere eigentliche Aufgabe, die 3 Steine zu sammeln. Das haben wir jetzt endlich erledigt. Und das ist ja gut. Das heißt, wir gehen zurück zur Prinzessin Zelda und schauen mal, was dann passiert. Aber vorher machen wir noch so ein paar andere Sachen noch. Ich habe ja so eine kleine Route mir ausgedacht zumindest, was ich jetzt so mir im Kopf gedacht habe, was vielleicht schlau ist. Aber erstmal schauen wir hier noch die Cutscene zu Ende. Hey du, du bist cool. Ein bisschen mehr als andere. Aber nur ein bisschen. Naja, egal. Du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Was möchtest du? Sag's mir. Ich möchte den Heiligen Stein eigentlich nichts. Ich möchte den Heiligen Stein. Du sprichst vom Heiligen Stein des Wassers, dem Zora-Saphir? Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist so eine Art Verlobungsring der Zoras. Okay, ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Zora-Saphir. Ey, ich habe doch gar nicht zugestimmt, dass ich dich heirate. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der sieht auch cool aus, ne? Der sieht eigentlich optisch am besten aus, muss ich sagen. Auch wenn ich von der Farbgestaltung her natürlich den roten Stein irgendwie lieber mag. Aber vom optischen allgemein sieht der irgendwie am coolsten aus. So komplex, komplex aufgebaut und so. Ist schon ganz schick. Der Zora-Saphir. Von den Zoras wurde dir dieser heilige Stein des Wassers übergeben. Prinzessin Ruto hat ihn dir ihren wertvollsten Schatz anvertraut. Nun besitzt du 3 heilige Steine. Jetzt schnell zur Prinzessin Zelda. Jawohl. Sag's bloß nicht meinem Daddy. Okay.
Und ich werde dich auch sicher nicht heiraten, gute Dame. So, kommen wir da unter durch? Jawohl. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Jetzt müssen wir natürlich, wie schon eben erwähnt, eigentlich zu Prinzessin Zelda, aber ich mache auf jeden Fall noch so ein paar andere Sachen. Und ich habe es eben schon mal erwähnt. Was heißt eben? So ein Quark. Ich hatte es schon mal erwähnt in einem der letzten Parts irgendwann bei den Goronen. So, dass wenn man da Nein oder was anderes drückt bei diesen Auswahlen, die man da hat, wo ich jetzt eben eigentlich nichts hätte drücken können, bei der Frage, was ich denn haben möchte, da passiert tatsächlich eigentlich im Grunde gar nichts, denn hier wird so ein bisschen die Entscheidungsfreiheit vorgegaukelt, in Wirklichkeit passiert dann nichts, also in Wirklichkeit läuft immer die Story gleich ab, in Wirklichkeit passiert da immer dasselbe. Die sagt dann irgendwie, bist du dir sicher? Eigentlich willst du doch den Stein der Zoras haben, oder nicht? Und dann gibt sie ihn dir trotzdem. Also wirklich eine große Änderung ist das nicht. Das wird einem nur so ein bisschen vorgegaukelt. Aber ist ja auch nicht so schlimm, oder? Ich finde eigentlich nicht. So, ab geht's hier lang. Und ab ins Wasser. Denn mit der Strömung können wir da ganz, ganz schnell wieder dieses Gebiet hier verlassen. Und das müssen wir auch. Zack, hier sind die ganzen Oktopus-Typen noch. Und ich würde sagen, solange ich hier so rumschleiche und rumschwimme, kann ich sowieso den Part beenden, denn es ist sowieso wieder ein bisschen weiter fortgeschritten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Schreibt auf jeden Fall einen Kommentar, lasst eine Bewertung da. Und seid gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht, denn ich guck mal, ob ich beim nächsten Part oder beim übernächsten Part dann zur Prinzessin Zelda gehe. Und dann geht die Story auf jeden Fall wieder weiter voran. Beim nächsten Mal gucken wir uns so ein paar Sidequest-Dinger an. Und ja, ich würde sagen, bis dahin und ciao.